wenn du jetzt so hier bist, dann verbringst du ja viel Zeit mit ihr. Ne? Das hast du so normal nicht, oder? Doch, ich muss schon sagen, wenn wir uns eigentlich, also wenn wir uns sehen, dann schon längere Zeit. Und deswegen, aber meistens kommt sie dann. Das stimmt eben nicht. Ich frage nur. Oder? Nee, nee, aber das behauptet immer Antonia, oh, ich muss immer kommen. Sowas. Antonia ist wirklich seltenst bei mir. Wirklich, weil ich brauche es halt nicht so unbedingt. Ja. Weißt, für mich ist das immer Stress und oh, jetzt kriege ich schon böse Blicke. Du musst leiser reden. Aber ihr habt nachher schon auch ein bisschen Angst, sag ich jetzt mal, dass wenn Antonia halt zu mir zieht, dass ihr zum Beispiel jetzt da unten, wo ich wohne, dass ihr da nicht so richtig Anschluss findet. Wo ich mir einfach noch ein bisschen so Gedanken mache. Antonia ist jetzt ja auch nicht so der Typ für irgendwelche Mädelsklicken oder sowas. Ich bin da teilweise einfach auch nicht bereit, schon 24 Stunden in Kasper zu spielen, oder? Was bist du nicht? Hä? Was? Ich bin da nicht bereit, dann 24 Stunden in Kasper zu spielen. Ach so. Weißt du, was ich meine? Nein. Geht nicht, ey, geht nicht. Wie kann man denn hier drin nur lästern? Ich lästere doch gar nicht, also, nee, das ist, wo lästere ich denn? Das stimmt doch gar nicht. Nein. Aber ist trotzdem schon ein bisschen hart, was du sagst. Was? Dass 24 Stunden meinen Kasper zu spielen. Ja, dass du so genau, wollte ich gerade sagen, weil du musst sie doch nicht beschäftigen. Das Thema steht ja irgendwo immer im Raum, sag ich jetzt mal. Aber ich weiß auch gar nicht, wie da immer jeder drauf kommt, okay? Im Moment funktioniert doch die Fernbeziehung auch. Also mit dem 24 Stunden Kasper meine ich jetzt auch, im Prinzip, dass Antonia ist ja dann auch 24 Stunden zu Hause. Das ist ja auch gar kein Problem. Also mir ist ja auch egal, ob nachher Antonia da 8 Stunden arbeiten geht oder den ganzen Tag nichts tun. Aber sie muss halt, sag ich mal, insoweit oder insofern einfach akzeptieren, dass ich es halt muss. Ja gut, aber das weiß sie ja, ne? Ja, das weiß ich doch auch. Ich bin nicht erst seit letzter Woche mit dir zusammen. Vor allem am Ende des Tages. Am Ende des Tages, aber du kommst schon oft um die Ecke und sagst, du Schatz, wann sehen wir uns wieder und du musst es so sehen. Urlaub oder sowas. Wenn sie jetzt bei dir ist, ist sie Gast. Aber wenn du da wohnst, dann wohnst du da und dann kannst du machen. Dich auch wohl. Dann hast du. Wenn du in deinen eigenen vier Wänden bist, dann fühlst du dich ja wohl. Genau. So, dann ist ihr auch egal, wo du bist, weil sie ist zu Hause. Dann kann sie auch machen, was sie will. Ja, ist schon richtig. Nur du musst dir mal klar werden, ob du das so allgemein auch wirklich so willst. Weil wenn man so zweifelt und so und ja, und dies und das und so, da verstehe ich gar nicht. Entweder man ist so voll verliebt und sagt, komm, das mache ich jetzt. Das ist schon konkret, aber man muss natürlich sagen, Antonia hatte tatsächlich gar keine Zweifel. Nein, weißt du, Antonia hat ja schon anderthalb Monate mal unten gewohnt. Ja. Okay? So, und dann. Und trotzdem ist sie nicht zu Hause. Was? Ja. Ich war halt in einer Ferienwohnung. Ja, okay, aber das war ja wie zu Hause. Ja, nein, das ist nicht zu Hause. Sie gibt ja quasi ihr ganzes Leben für dich auf. Ja. So musst du denken, weißt du? Ja, da dürftest du ja nicht zweifeln. Eben. Sie müsste ja nur eigentlich zweifeln. Genau, wenn jemand zweifeln müsste, eigentlich, und dann ganz wäre ehrlich, ne, wenn man jung ist, man hat keine Kinder, nichts und so, ne, dann zieht sie zu dir und irgendwann siehst du, das klappt nicht, okay, dann kann ich immer noch wieder ausziehen. Ich meine, ne, ich gebe schon halt vieles auf und hoffe dann natürlich auch im Gegenzug, dass er mir ein bisschen entgegenkommt und ein bisschen mehr Zeit für mich einplant. Ich habe da immer einfach so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe einfach momentan ganz andere Verpflichtungen, okay? Und das wäre dann im Prinzip einfach ein Projekt, was mich nochmal so viel Zeit kosten würde, okay? Dass ich sagen würde, wo soll ich das denn alles machen? Da brauchst du einfach auch eine Partnerin, die dafür Verständnis hat. Das sind einfach so Prämissen, die muss man dann halt auch irgendwie eingehen. Kannst du eigentlich auch mal irgendwas Nettes zwischendurch sagen? Was? Schatz, ich sag dir doch nichts. Was glaubst du, warum ich hier sitze? Schatz. Weil ich dich bis da vorne an den Tisch, Schatz, ich sag doch meinen Namen die ganze Zeit gehört habe. Ich will dir doch nichts Nettes sagen. Ich verstehe nicht, warum du diese Beziehung hier so in den Dreck ziehst. Ich zieh doch gar nichts in den Dreck. Vor laufender Kamera erzählst du, wie scheiße ich eigentlich bin. Warum bist du scheiße? Du weißt genau, was ich meine. Nein, du sagst sag's das mir nicht, doch. Aber du tust so. Nein, ich sag das nicht. Du sagst nur Kontras. Also du sagst gerade nur Kontras. So, und wenn du nicht mit mir zusammenziehen willst, dann sag es doch einfach, okay? Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch... Ich sag doch gar nichts. Ich sag doch gar keine. Warum denn? Ich sag doch gar jetzt kein Kontra. Muss ich sag man denn solche Themen jetzt hier besprechen? Muss man das hier jetzt so detailliert auspacken? Nein, aber Schatz, du stellst mich immer so hin, dass es alles nur an mir liegt und ich mache das mit Absicht und sonst was, okay? Lass es doch jetzt einfach. Die ganze Zeit da kommt da so ein Druck von allen Seiten und dann wird Antonia immer so bekräftigt. Hä? Das rennt euch aber die Zeit davon. Uns rennt überhaupt gar keine Zeit davon. Ja, aber du gibst dann immer, finde ich, dem Gegenüber, wenn dich jemand fragt, so, hey, wann ziehen wir zusammen? Da habe ich immer das Gefühl, frag Patrick.